Hallo zusammen, ich habe mal wieder eine ganz interessante Verteilung für eine kleine, aber hoffentlich feine Analyse mitgebracht. Natürlich habe ich da auch ein Rätsel draus gebastelt, Skat Rätsel 67, Karo einfach mit Schuss von Ingmar Berger. Könnt ihr also auch in der Skat-App nachspielen. Inge hat mir verraten, im Original wurde die Verteilung beim En Deux gespielt. Das ist eine Zwei-Spieler-Variante, bei der nach der Spieleröffnung das Blatt von Mittelhand, der nicht durch einen echten Spieler repräsentiert wird, aufgedeckt wird, für beide echten Spieler sichtbar ist. Und dann ergibt sich so ein offener Schlagabtausch, hat dann so ein bisschen was von Schach auch, könnte man sagen. Zwei Spieler, bekannte Stellung und trotzdem gar nicht so einfach, die richtigen, die besten Züge zu finden und einen Siegweg zu finden. Wir schauen uns jetzt die Spieleröffnung aber einmal aus Sicht von Mittelhand an, denn da ist auch schon eine ganz interessante Situation dabei. Gehen wir mal davon aus, Mittelhand hat hier entweder gleich gepasst oder nur 18 gesagt, Vorhand hat gehalten, ist jetzt Besitzer geworden und eröffnet zum Karo-Spiel mit dem Karo-Buben. Wir haben gar keinen Trumpf in der Hand, vier volle mit zwei Assen, also sicher sehr berechtigte Hoffnung, dass wir dieses Spiel schlagen können, es sei denn, es wäre ein richtig starkes Spiel. Und deswegen hier schon mal die Frage in die Runde, was sollte Mittelhand jetzt auf den Karo-Buben für eine Karte legen und warum? Ja, ich frage natürlich nicht umsonst, auch wenn ich vermute, dass der eine oder andere etwas verständnislos aus der Wäsche guckt. Ich kenne nämlich ganz viele Spieler, die jetzt wirklich ohne groß nachzudenken und ohne mit der Wimper zu zucken, direkt das Kreuz Ass da reinknistern, also das Wimmeln starten. Und natürlich denke auch ich, dass unser Partner den Karo Buben wohl übernehmen kann. Ich hoffe natürlich, dass das keine Wimmelfinte ist und es ein Spiel mit Vieren ist, wo wir womöglich sowieso keine Chance haben. Und dennoch ist das Kreuz Ass überhastet und in ganz vielen, in den meisten Konstellationen ein Fehler. Und diese Verteilung hier zeigt es auch eindrucksvoll. Tatsächlich ist hier schon eine spielentscheidende Szene und wer hier etwa Kreuz Ass oder Pik Ass oder eine dunkle Karte legt, der kann das Spiel schon nicht mehr schlagen. Besser ist also die Herz 8 und dafür gibt es im Prinzip mehrere Aspekte. Der erste ist mal Vorsprung durch Information. Es ist an sich besser, dem Partner im ersten Stich eine kurze, schwache Farbe zu zeigen. Da kann er mehr Schlüsse draus ziehen als aus dem Kreuz Ass. Und im Gegenzug sehen wir dann an der Reaktion von unserem Partner. Ich decke hier vielleicht schon mal die Karte auf. Der hat in der konkret vorliegenden Verteilung nämlich 4 Trumpf dagegen, wird jetzt hier natürlich unterbleiben. An der Karo Dame haben auch wir schon ein wenig mehr Informationen. Wir können natürlich jetzt wissen, dass der Alleinspieler die 3 Trumpf Luschen hat und aufgrund unserer eigenen Beikartenstärke ist es doch schon dann relativ offensichtlich, dass es sich um einen 7 Trümpfer handelt. Es gibt eben aber weitere Aspekte. Es ist auch aus Stellungsspielsicht besser, den Alleinspieler erst noch einmal am Stich zu lassen und ein weiteres Mal selber antreten zu lassen. Da geht es einmal so ein bisschen um die Trumpfvollen. Da bleibt ein bisschen mehr die Spannung im Spiel. Es ist dann nicht so leicht für den Alleinspieler, die Trumpfvollen zu kontrollieren. Und ein letzter Aspekt, und der wird hier in dieser Verteilung, ist es im Prinzip der wesentliche, die gleichmäßige Verteilung in Herz. Zwei Karten Herz, das ist für den Alleinspieler meist immer günstig, wenn bei den Gegnern eine Farbe so gleichmäßig verteilt ist. Und die kriegen wir tatsächlich nur in diesem ersten Stich aufgelöst. Das heißt, durch Abwurf Herz 8 bereiten wir hier den Boden für den weiteren Verlauf. Denn so sieht die Hand des Alleinspielers aus. In diesem konkreten Fall hat er ein ganz starkes Spiel mit 7 Trümpfen, 2 Buben und beide Trumpfvollen, hat noch ein Ass an der Seite und steht trotz alledem nach diesem ersten Stich quasi schon mit dem Rücken zur Wand. Allerdings auch nur, wenn die Gegner jetzt wirklich ganz präzise das Spiel abwickeln. Und deswegen habe ich die Karten jetzt auch hier aufgedeckt. Das wäre mit verdeckten Karten wohl kaum vorstellbar, dass da zwei Spieler so gut miteinander harmonieren und die Karte so genau durchdenken und durchlesen, dass sie auf diese Lösung kommen. So, Spieler setzt jetzt mit Pik Buben fort. Jetzt ist es natürlich an der Zeit zu wimmeln, Kreuz Ass oder Pik Ass. Wenn wir uns noch mal vorstellen, dass wir die Karte nicht kennen, wäre Kreuz Ass sicher das die erste Wahl. Das spielt hier in dem Fall noch keine Rolle, beides ist möglich. Unser Partner nimmt raus mit dem Kreuz Buben, 15 Augen. So, und jetzt sollten wir mal ein bisschen rechnen. Wir sehen ja, dass wir nur noch einen Stich in Trumpf machen, wenn der Alleinspieler einen Trumpfvollen anbietet. Dann sind das zwar 23 Augen. Wir sehen, dass wir noch in Kreuz einen Stich machen, 13 Augen.
Und dann haben wir lediglich noch einen Herzstich in der Hand. So, 15 und 13 macht 28 plus diesen 23er Stich in Trumpf macht 51. Das heißt, letztlich ist entscheidend, dass wir in Herz eine fette Ausbeute brauchen. Wenn wir auf dieser Herz-Lusche nur 7 Augen bekommen, dann werden wir das Spiel nicht gewinnen. Und es ist aber unfassbar schwer, beziehungsweise eigentlich gar nicht möglich, für uns die Herz 10 heimzubekommen, denn der Alleinspieler steht eben in dieser bestellten Lusche und kann den Trumpfmann erstmal hier antreten lassen. Das sind schon so die ersten Überlegungen, die wir anstellen können. Zunächst wird es hier jetzt aber sicher mit der Kreuz-Dame weitergehen. Eine Bildkarte wird gespielt, wird hier vom Alleinspieler bedient und rausgenommen auf 28 Augen. Und jetzt kommt eben die nächste Frage in die Runde. Wie wird das Spiel jetzt fortgesetzt, nachdem wir eben ein bisschen schon vorgezählt haben, um hier die Partie zu gewinnen? Ja, der Spieler hier muss jetzt auf die blanke Herz-Dame wechseln. Das wäre sicher eine Zucht, der am echten Tisch kaum mal je zu erblicken ist. Er darf eben nicht hier in diesen dunklen Farben weiter rumwühlen, denn dann macht er es dem Alleinspieler ganz leicht, nicht nur die Herz 10 einzusacken, sondern auch noch einen weiteren vollen. Also kommt etwa Kreuz, kann der Spieler natürlich hier die Herz 10 wimmeln, aber dann ist sie auch weg, dann fallen auf Herz eben auch nur 7 Augen und das Spiel geht aus wie besprochen und Pik verbietet sich genauso. Da müsste im Zweifel ja sogar noch ein voller investiert werden, damit es keinen günstigen Abwurf gibt. Also Herz Dame ist die Karte der Wahl und hier ist jetzt der Moment, wo ein bisschen die Magie ins Spiel kommt. Mittelhand muss jetzt einen Opferzug bringen. Wir hatten es ja gesagt, 7 Augen reichen nicht. Der muss jetzt hier knallhart die Herz 10 rauflegen und damit macht er dem Alleinspieler natürlich ein Angebot, was dieser nicht ablehnen kann, beziehungsweise er kann es natürlich ablehnen, aber dann verliert er auch, dann sind es nicht genug Punkte. Der Alleinspieler ist jetzt am besten beraten, diesen Stich rauszunehmen. Und der Alleinspieler ist jetzt nach diesem für ihn möglicherweise unerwarteten Verlauf auch tatsächlich nicht mehr ideal beraten, auf nur noch einen Trumpfstich abzugeben, also auf nur noch zwei Abgabestiche zu spielen, weil er dann sogar noch einen weiteren Vollen verliert. Er macht jetzt mehr Punkte, wenn er seine Strategie ändert und auf den einen Trumpfstich verzichtet, damit er wenigstens beide Trumpfvollen heimbekommt. Allerdings nützt es ihm jetzt nichts mehr. Hier wird rausgenommen auf 43 und dann gibt es eben noch einen Trumpfstich und der Herzkönig macht den Stich mit einem der letzten dunklen Könige und damit stehen dann 63 zu Buche und an diesen 63 ist letztlich auch zu erkennen, es gab eine kleine Alternative in dem Spielablauf der Gegner, aber nur im ersten Stich die Herz-Dame statt der Herz-Lusche zu legen. Auch das wäre noch gegangen, auch wenn das sicher der ungewöhnlichere Weg wäre. Wer also auf 60 hätte spielen wollen, der darf sogar die Herz-Dame legen. Aber ansonsten war der Verlauf absolut zwingend. Nur so konnte dieses starke Spiel geschlagen werden. Und ich finde es wieder so faszinierend, dass man auch gut sehen kann, wie präzise müssen die beiden Gegenspieler harmonieren, um so ein Spiel zu schlagen. Da geht es eben auch darum, die Vollen absolut richtig zu verwalten, also die ohnehin tote Herz 10 hier ins Gefecht zu schicken und vorher durch den Partner vorzubereiten, durch den Abwurf der Herz-Lusche, dass dieses Opfer der Herz 10 dann überhaupt Früchte trägt. Also super interessante Geschichte. Vielen Dank an Inge, dass er das als Rätsel eingereicht hat. Ihr seid auch herzlich eingeladen, eure interessanten Partien als Rätselvorschläge einzureichen. Dann kommen da solche Perlen dabei raus, die ich gerne mit euch teilen möchte. Bedanke ich mich bei allen Zuschauern, bei allen Unterstützern, den treuen Patreons und in diesem Fall einmal insbesondere auch Armin Mingers, Danilo Fischbach, Donald Schredder, M.U., Heimig 72 und Robert Tienagel für einen kleinen Obolus außer der Reihe. Beim SenseGuard wurde mir das eine oder andere hier zugesteckt. Letzter Hinweis, heute Abend gibt es auch wieder SenseGuard, 21.30 Uhr. Freue mich, wenn ihr dabei seid und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch ein schönes Restwochenende. Bleibt gesund, bleibt am Ball und wie immer, gut platt!